6. Wir sehen das Spiel zwischen Geronimo Weisenberger und Nick Vandenberg, den niederländischen Mosconi Cup Star. Und an meiner Seite wieder ein neuer Co-Kommentator, den ich verheizen werde. Nämlich die Stimme, die ihr draußen mehrfach schon gesehen und gehört habt. Thomas Lindloff. Hallo Thomas. Hallo Jochen. Grüß dich. Wie ist die Lage? Wie ist die Stimme? Ja, die Stimme ist sehr heiser. Ich muss aber wirklich gestehen, also ich hätte das gar nicht so erwartet, dass hier so ein Andrang von Menschen vor Ort sind. Weil ich wusste schon, dass ich mich auf ein bisschen einlasse, aber dass hier so viele Menschen sind und so eine Stimmung ist, das kostet richtig Kraft. Allerdings, das kannst du laut sagen, das geht mir ähnlich. Wir haben hier eine Partie der Gewinner sozusagen. Der Geronimo Weisenberger hat die Christine Lachenmann 6-2 geschlagen und Nick Vandenberg auf dem TV-Tisch 2 gerade eben. Den Martin Pukuntke 6-3, da haben wir, glaube ich, ein paar Bälle verpasst, weil es gab öfter Szenenapplaus. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier auch so eine Stimmung projizieren können und auch solche fantastischen Bälle sehen werden, die offensichtlich hier die Zuschauer doch sehr begeistert haben. Tja, das Match hat begonnen. Ist natürlich ein hochklassiges Match. Ich muss gestehen, den Geronimo Weisenberger, den sehe ich gar nicht mal. Den sehe ich gar nicht mal so als Außenseiter. Nein, ich habe den nein. auf der deutschen Meisterschaft gesehen in Bildung. Genau. Und ich kann euch sagen, der hat, glaube ich, 2 Finals erreicht. Hat ja eine Sensation in der deutschen Meisterschaft gespielt und hat da Größen geschlagen, die hat er wirklich teilweise vernichtet. In einer Dominanz, was ich selten gesehen habe. Ich kannte Geronimo noch nicht so vom Live her. Ich habe ihn aber schon vom Namen her oft gehört und habe mich davon überzeugt, dass der wirklich ein klasse Mann ist. Ne? Also das wird eine enge Kiste. Mein Tipp ist, dass es sogar eine Hill-Hill geben kann eventuell. Absolut denkbar. Mhm. Der Geronimo hat 3 Medaillen insgesamt mit nach Hause gebracht. Ich glaube, der war nochmal auf dem Bronzetreppchen bei 3 Starts. Mhm. Von daher so, ja, der mit der erfolgreichste Sportler bei den deutschen Meisterschaften 2015. Ja, das sehe ich genauso. Mir sind da so 2 Gesichter aufgefallen, besonders im Mittelpunkt standen. Das ist einmal der Yoshi, ja, der Schiofiller und der Geronimo Weisenberger. Genau. Also da geht sogar vielleicht ein ganz neuer Stern auf dem Himmel auf. Ne? Ja. Jetzt wollen wir noch kurz hinweisen auf den zweiten Stream. Da seht ihr nämlich auch eine hochklassige Partie. Und zwar Nikolaus Ottermann, Zweitligaspieler des BV Mörfelden-Walldorf und Ina Kaplan. Auch Zweitligaspielerin des BC Siegtal. Die zwei haben auch schon die Kös gekreuzt in der Liga diese Saison. Und na, jetzt gibt es ein Rematch. Seinerzeit hat der Nico das Spiel gewonnen, hat aber auch wirklich gar keinen einzigen Fehler gemacht. Und schauen wir mal, wie das heute läuft für die Ina, die eben gerade gegen den Marco Schmidt ganz sicher 6-2 gewonnen hat. Hab da die letzten Bälle gesehen und Ina sehr dominant. Aber Nico Ottermann ist ein anderes Kaliber. Also wenn ihr wollt, Stream 2, Nico Ottermann, Ina Kaplan. Oh, schöner Ball jetzt von Geronimo, ein Jumpshot. Es sieht aus, als wenn er safe liegen geblieben ist. Und ich meine, auch wenn man so einen Safe löst und dann Glück hat, dass der im Safe liegen bleibt, dann ist das auch irgendwo verdient. Nichts auf jeden Fall, warum man sich jetzt großartig entschuldigen musste. So eine kleine Geste so mit der Hand und dann ist alles in Ordnung, glaube ich. Sehe ich auch so. Ist sowieso, glaube ich, auch etwas, was man in Übersee gar nicht so findet, mit entschuldigen, sondern es ist halt einfach so. Mhm. Ja. Wobei ich hier die deutsche Variante besser finde, mal kurz. Eine Vorbande getroffen, weiße hinterher, das ist bitter, aber war ein toller Stoß, ne? Muss man ja sagen. Das kann man eben halt nicht mehr so kalkulieren. Ich bin sowieso so ein bisschen beeindruckt über allgemein von dem Nick Vandenberg. Der kann ja nicht nur ausgezeichnet jumpen, sondern der spielt auch das Band wie kaum ein Zweiter, ne, zurzeit in Europa. Macht er sehr gut, ja. Ja, macht er sehr gut. Mhm. Schwer auszusafen. Also ich habe auch gar nicht gesehen, dass er mal mit 3 Fouls vom Tisch ging. Kann ich mich auch nicht erinnern. Gut, da gibt es auch noch andere. Ja. Ja. Aber es kommt erst gar nicht zum zweiten Foul, so ungefähr. Ja, das stimmt. Oh, von der Bande Press hinten. Nee, hat Ball in Hand. Ja, ganz genau. Ja. Der hat ja von der Wanderpresse schon weiter. Hat Ball in Hand, aber die 3 und die 9, die beide an der langen Bande liegen, respektive die 9 ein bisschen mehr an der kurzen, das bereitet ihm Kopfzerbrechen. Großes Thema. Aber jetzt sehen wir es schön.
Ja, bisschen Vorbande, dann Kiss auf die neuen. Ja. Kann gehen, aber das ist, die Löcher sind zwei Kugeln breit, also es kann auch mal klappern. Ne? Ja, aber gut, es ist. Ich denke mal, es geht. Ansonsten halt eben der Kombi, dann würde aber die 3 nach rechts ausbrechen. Ist natürlich dann ein bisschen schwerer kalkulierbar, vom Tempo rein schon. Ja, richtig. Also mal schauen, was der Geronimo sich da ausdenkt. Er hat eigentlich jetzt schon die 3 angeguckt, den Kombi, da hat er noch nicht so Wert drauf gelegt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr es angesprochen habt, Jochen, sag mal, habt ihr aber das Material schon mal gesprochen, weil ich bin so dermaßen angetan von diesen Tischen hier. Es ist wirklich Material auf allerhöchstem Niveau, speziell auch die beiden Center Courts hier, ne? Also wirklich. Das sind, glaube ich, Gold Crown 5 Tisch, wenn ich das richtig sehe. Das sollte ein Gold Crown 5 sein, so ist das. Top bezogen, das neue Simonis-Tuch drauf, also das ist wirklich vom allerfeinsten. Ne? Ja, das Einzige, was halt auffallend ist, was aber auch am neuen Tuch liegt, ist halt, dass der noch sehr viel fällt. Mhm. Ja. Aber gut, Brunswick-Tische sind auch sowieso von Haus aus sehr freudig, was das angeht. Also da gibt es Produzenten, die machen engere Taschen. Brunswick ist da doch noch etwas, ja, Zuschauer- und Publikumsfreundlicher, sag ich mal, oder spielerfreundlicher. Ja, ich hatte vorhin in der Partie ein bisschen zugeschaut bei dem Spiel Tony Drago gegen diesen Feed-Team, was ein tolles Match war. Das war ja ein Hill-Hill-Match. Da ist es besonders aufgefallen, dass da einige Bälle noch reingerutscht sind, die wohl vielleicht unter normalen Bedingungen oder im älteren Tuch nicht mehr gefallen werden. Gerade hinten raus, ja, bei 5, da hat Fittim ganz schön gewackelt. Aber sie sind immer irgendwie doch reingekippelt. Ja. Also ich habe ihm auch im Interview gesagt, na, du bist der Erste, der mit 4-4 Bändern zum Schluss ausschießt. Ja, das stimmt wirklich. Das waren mehrere Mann in der Tasche immer. Oh, ich glaube, der Geronimo, der wird das Ganze jetzt lösen hier ganz vernünftig. Bisschen kurz. Ja, lässt ihn, glaube ich, da durch. Oh, die 9 stört doch ein bisschen, ne? Absolut. Die 9 stört direkt drauf. Ja, aber es kann auch täuschen. Ich glaube, wenn er den dünnen abstreifen lässt, dass er sich vielleicht gerade nicht noch. Oder vielleicht auf der Innenseite streift die 9, dann könnte noch die Ablage noch einigermaßen passen kommen. Also ich muss ja noch was zu gestern sagen. Ich war gestern ja im K60. Ja. Da habe ich den Efren wieder bewundern können in der Gruppe da. Also der hat da wieder Bälle gespielt, Jochen. Da bin ich schwindelig geworden. Auf die Ideen kommen wir Sterblichen gar nicht. Also das waren Bälle, die waren unfassbar. Oh, hat die 9 zu voll getroffen. Das war das große Problem. Ja, dafür hat er vorhin ein bisschen enttäuscht. Respektive der Lars Kuckheim hat natürlich auch super gespielt. Toll geprägt. Hat am Anfang ein, zwei Mal Pech gehabt, dass die Weiße noch ins Loch gestoßen wurde. Das ist dann später nicht mehr passiert. Und da hat er wirklich dann vom Fleck weg öfter mal ausgemacht. Also tolles Spiel auch vom Lars. Oh, hat geklappert. War auch ein schwieriger Ball von hinten aus der Tasche fast raus, ne? Also, da gibt es ja so ein paar Experten, die sagen, der Mensch, der muss doch rein, aber die Lage war wirklich nicht so optimal, ne? Nee. Nur so viel Fehler darf man sich gegen Nick natürlich nicht erlauben, weil in der Regel nimmt er sich dann auch immer die Spiele. Ja, aber zu Efren ganz kurz ein Wort. Also was der hier momentan spielt, ist ja wirklich sensationell. Und da verzeiht man eben auch den einen oder anderen Satz mal, weil das ist aller feinste Show hier. Ne? Also, und der ist ja wirklich teilweise hier 10, 15 Stunden am Tag im Spiel mehr oder weniger oder im Einsatz. Und Efren ist ja auch nicht mehr, denn ganz der Junge ist mittlerweile, glaube ich, 61. Ja. Aber was der jetzt momentan hier so gespielt hat, speziell auf seiner Deutschlandtour, ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, im ganzen Billardleben. Und ich habe schon viel gesehen. Glaub mir, also das war schon sensationell. Ich habe auch gesagt, in Darmstadt am 4. Januar waren wir in Darmstadt im K60 bei der Jugendhessenmeisterschaft, haben dort den Abschluss gebildet mit unserer Tour. Und dort habe ich auch Efren, von Poolbillardspieler, der weltweit nichts mehr beweisen muss. Und es gab tosenden Applaus, also ich denke mal, die deutschen Fans sehen das genauso. Ganz genau. Oh, läuft die Weiße ab. Ist die gekippt? Ja. Eieieiei. Aus dem Winkel, das war überraschend. Ja, das zum Thema große Taschen. Ja, das war jetzt wirklich überraschend, weil das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, dann sehen wir das 1-0 von den Geronimo Weißenberger. Und ich sage euch, aufgepasst, das Ding ist noch nicht vom Tisch hier. Der Junge ist brandgefährlich. Ich glaube, der kann die ganze. Das ist schon vom Tisch, oder? Ja, das war ja nun. Normalerweise hat der Nick wahrscheinlich geschenkt sogar. Ne? Aber bei uns im Norden sagt man ja immer, wenn so zwei Kugeln liegen, du hast noch zwei Chancen.
ja. zum Gegner, wenn er an den Tisch geht, dann, wenn er Ball in die Hand hat. Und welche sind das? Ja, Stromausfall oder Erdbeben. Ne? Also, das sind die Alternativen. Ja. In der Regel sind die dann in der Klasse natürlich immer weg. Aber Jochen, wie geht's dir eigentlich so nach den ganzen Tagen? Du bist ja hier im Dauereinsatz, hier am Kommentieren und das ist ja auch nicht ganz so ohne. Deine Stimme hat auch bös gelitten. Ich sehe hier schon diese, was sind das, Medi-Night-Bonschen? Wie viel? Machen wir jetzt hier Werbung? Machen wir Werbung. Nächster Hauptsponsor? Hauptsponsor, ja, von, aber nur von Jochen. Nee, es ist ja schon so. Ich war jetzt seit dem 2. Januar unterwegs mit der Tour, mit Efren und Django und dann jeden Abend durchs Programm führen, die Leute auch ein bisschen lauter als vorstellen. Ja, manchmal ohne Mikro, manchmal mit und viel babbeln auch abends dann mit den Leuten und ja, dann halt eben seit Mittwoch kommentieren. Heute ist, glaube ich, Samstag. Die Tage verschwimmen ja so ein bisschen. Mhm. Und ja, die Stimme leidet schon, ist schon richtig. Ja. Also die Nacht habe ich heute durchgehustet, habe kaum geschlafen. Dazu muss ich sagen, Jochen, wir kannten uns ja eigentlich noch nicht und ich war auch in Sindelfing live dabei, da hast du ja kommentiert und auch die Ansage und Ansprache gemacht und da hast du natürlich auf ganzer Linie bei mir gepunktet, weil ich finde es ja immer toll, wenn einer so frisch, fromm, fröhlich, frei, ohne irgendwelchen Zettel in der Hand, der eben halt das Ganze so aus der Hüfte schüttelt. Das war wirklich vom Allerfeinsten, also Hut ab, ich bin begeistert, wirklich, ich finde das toll. Ja du, ich kann auch aus mir rausgehen, so ist nicht. Nein, das ist wirklich so. Das ist wirklich gut. Du bist ja auch einer der Kommentatoren, der auch selber einen Billard-Fachverstand hat. Es gibt ja auch viele Kommentatoren, die blabbeln da irgendwas runter und sehen gar nicht, was da eigentlich am Tisch passiert. Und das ist schon sehr, sehr objektiv alles von dir kommentiert, wie es was, ne? Welche Situationen da am Tisch liegen und so weiter. Und da merkt man auch, ob einer nun wirklich intensiv im Billard drinsteckt oder nicht oder auch selber ein paar Kugeln schubsen kann. Ne? Das ist schon gut. So, gibt es jetzt ein Getränk aus dafür? Oder? Später. Später. Herr Ober, ja. Zwei Bier bitte. Oh, der Nick, der guckt mir nicht so freundlich, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Aber wenn man mal so dieses Feld nochmal so über sich ergehen lässt, wer hier alles teilnimmt und wer hier alles spielt und was für ein Niveau hier gespielt wird, ne? Also ich bin wirklich beeindruckt. Also das ist schon eine ganz große Nummer. Ne? Ich weiß gar nicht, ob da eine Eurotour dann klingeln kann. Sicherlich von der Qualität her und so auch, aber von dieser Stimmung hier oder so, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ne? Also das Zuschaueraufkommen ist natürlich ungleich höher. Also das ist ja wesentlich mehr als bei jeder Eurotour. Ich sehe nur den Achim gerade vorbeilaufen, der ist natürlich gut drauf. Ja. Der freut sich, denn ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren ja alle noch so ein bisschen ungehalten. Wir wussten noch nicht ganz genau, ist das wirklich so, wie es propagiert wurde hier, die ganze German Tour. Und jetzt im Nachhinein, wer so propagiert und so die Leute motiviert und dann noch obendrauf so abliefert, das ist das ganz große Kino. Das ist ganz, ganz. Es gibt ja viele Veranstalter, das kennen wir ja alle, die haben eine tolle Website, die haben einen tollen Promoter. Und dann fährt man da hin und dann sind die Ansprüche doch etwas höher gewesen und ist ein bisschen enttäuscht. Aber was hier gemacht wurde, ist genau das Gegenteil. Ne? Hier wurde mehr oder weniger sehr hoch propagiert und da waren wir alle ein bisschen skeptisch. Aber jetzt im Nachhinein kann ich schon mein Fazit ziehen, das wurde noch obendran getoppt. Ne? Also wirklich schönes, tolles Event. Ja. Also tolles für mich war ja auch einiges überraschend. Also ich bin ja im Team von der Touch, weiß man ja, glaube ich, in Sachen dann Touch Magazin. Bei der Tour selbst stecke ich nicht so tief drin. Da habe ich mich vor ein paar Monaten rausgezogen, weil es beruflich und dann mit der Touch eigentlich nicht mehr funktioniert hat. Und mein Tag halt eben auch nur 24 Stunden hat. Deswegen bin ich in der German Tour seit einem halben Jahr gar nicht mehr so drin. Wurde vom Achim immer so einigermaßen auf dem Laufenden gehalten. Hin und wieder hat er mich um Rat gefragt oder mal einfach meine Meinung hören wollen. Und letztendlich bin ich dann auch nach der Tour am 5. Januar hier angereist und wusste auch nicht so recht, was erwartet mich genau. Ich wusste, es gibt Bandenwerbung, ich wusste, es gibt Sitzgelegenheiten. Aber dass ich jetzt hier so riesen Tribünen vorfinde, und richtig, zwei geile, richtige Center Courts, Kleinigkeiten wie jetzt die Beschilderung der Tische mit diesen wunderbaren Quadraten oben drüber, was die Helga selbst ganz gebastelt toll, hat. Technik, war mir klar, was aufgefahren wird. Das war keine Überraschung, aber es ist wirklich eine 6-7 Meter lange Reihe von Computern und Pipapo. Also ist schon toll, was hier aufgefahren wurde. War auch für mich dann überraschend und beeindruckend. Und in dem Moment macht der Nick einen Foul mit dem Kö, oder wie? Ja, mit dem Kö, die 10 touchiert leicht. Jetzt, das ist natürlich ein,
das zweite Geschenk schon jetzt, würde ich sagen. Also einmal Pech und jetzt natürlich ein bisschen unglücklich. Das könnte das 2-0 sein. Und dann steht man schon fast mit dem Rücken zur Wand. Da muss man schon mehr oder weniger hoffen, dass der eine oder andere Fehler auf der anderen Seite noch kommt, um wieder in die Spur zu kommen. Ja. Ja, aber wie du gerade gesagt hast, mit dem ganzen Aufwand hier, dem ganzen Equipment und sowas und dann mit der Zuschauerkulisse, ich würde das nicht mal mehr Center Court nennen, das ist so wie eine kleine Center Court Arena. Und wenn ich hier so in die Reihen so schaue, also es sind schon eine ganze, ganze Menge Menschen hier. Allerdings. Und was mir auch besonders positiv aufgefallen ist, ist diese wahnsinnig gute Stimmung auch unter den Teilnehmern. Weil es ist ja mittlerweile so, dass schon über 50% der Teilnehmer mehr oder weniger ausgeschieden sind. Und trotzdem sagen, das ist ein Ausnahmeevent, das ist eine tolle Geschichte. Sie bleiben heute Abend bei unserer kleinen Show-Night hier, wo die Matches alle noch kommen, wollen morgen hier bleiben. Also mehr geht nicht. Ne? Trotz der Enttäuschung zu sagen, das ist es, allergrößten Respekt. Ne? Mhm, ja. Ja, wir sind ja auch, kann ich ruhig sagen, aus Pinneberg mit etwas mehr Teilnehmern angereist und haben uns da wirklich so ein bisschen überraschen lassen. Und diese Überraschung ist mehr als gelungen. Also bei der nächsten Auflage ist es nicht so ganz so schwer, unsere Pinneberger zu motivieren, vielleicht unbedingt dieses Wochenende, verlängerte Wochenende einzuplanen, weil das ist einfach allerhöchstes Niveau. Ne? Das ist alles ganz groß. Oh, er hat sich ein bisschen verstellt, ne? Die 8 ist ganz schön gefährlich, aber die Weiße wird nicht abgehen, die wird aus der Bande kommen. Nee, oh. Der passt nicht. Oh, das tat weh. Gerade vom Nick die Partie überreicht bekommen, genau. Jetzt überreicht er sie zurück. Ein netter Mensch. Ja, das sind natürlich... Das sind Fehler, die bleiben haften auch. Die tun weh, Gehirn, ne? Die tun weh. Ja. Das war das 2-0 eigentlich schon und jetzt kann das ganz schnell kippen. Ah, ich sehe ja gerade hier so auf dem Stream hier so ein bisschen, da sind ja mehrere Kameraeinstellungen, ich glaube 5 oder 6 an der Zahl. Ja, ja. Aber wenn man live hier ist, muss ich gestehen, ist das alles noch ein bisschen gewaltiger. Man sieht hier immer so die Spieler da sitzen, auf der anderen sitzen die Zuschauer. Man kriegt gar nicht so, ne? Ja, ja, das Klima ist hier wirklich schon sensationell. Ich habe alte Freunde hier zu Gast, die mich besuchen und hier die Show anschauen und die haben gesagt, ja, auf dem Stream, das sieht ja schon toll aus, aber wenn man hier ist, ist ja noch viel geiler. Ja, das ist ja gewaltig. Ne? Also man erschreckt ja richtig, wenn man diese kleine Mini-Arena hier betritt und da sitzen so viele Menschen. Ja. Und das ist schon... Lass uns mal kurz 2 Minuten auf Ergebnisse eingehen, die streue ich hin und wieder mal ein, weil die Leute das auch interessiert. Und zwar haben wir neue Qualifikanten, den Carlo Dalmatin hat man noch nicht genannt, den Evangelos Fettas hat sich qualifiziert. Da muss ich jetzt hier gerade mal husten, sorry. Der Tobias Bongers ist dem Wilhelm Georg gefolgt. Dafür ist der Christoph Kugel nur auf Platz 3. Der wird noch was probieren. Ja, was haben wir noch Neues? Ich glaube, das war's. So viele sind es gar nicht, weil jetzt alles mit 18 Uhr angefangen hat mit der Gruppe. Marc Glatz, den wir vorhin hier auf dem Table hatten, auf dem TV-Table, der gegen Bustamante 6-4 verloren hat, ist nun raus aus dem Rennen. Verliert gegen Erik Soltau. Wichtige Ergebnisse wären noch, dass der Mike Wünsche 6-5 gegen Christina Chagan gewonnen hat und Claudio Keric gegen Marcel Costa 6-4. Carsten Becker gewinnt trotz, was hat er denn, weißt du es? Das sieht aus wie eigentlich. Er hat auf jeden Fall einen Gips. Ja, genau. Ich glaube, im Knie hat er irgendwas gehabt oder so. Es sah so aus. Achillessehne wird es nicht gewesen sein. Dann wird er nicht mehr ganz so leicht humpeln. Er humpelt aber relativ. Ja, er humpelt auf jeden Fall. Und gewinnt aber 6-2 gegen Martin Stadtlage. Julian Kortüm schlägt Anastasios Kyriakidis. Bernd Janke, Roman Hübler, beide sicher gewonnen, spielen nun gegeneinander. Und last not least, Lars Kuckerm wartet auf Bastian Sikora oder Ursin Kandrian. Oh, das ist ein Schweizer. Ja. Der Ursin ist so ein bisschen, der wird ein bisschen verkannt. Der ist richtig stark. Der war bei uns da im Norden einmal zum großen Turnier. Und da hat er ein ganz tolles Turnier gespielt. Der kann auch eine ganze, ganze Menge. So, der Nick hat gerade ein tolles Break hingelegt. Also es sieht ganz nach einem Lehrvideo aus, wie man so eine Partie dann auch ausschießt. Das Break war sensationell gut. Der Einsteiger vor der Tasche.
Und jetzt spielt er ihn eigentlich sehr souverän runter den Tisch. Ja, das ist natürlich dann der Doppelstrafe. Das Spiel zurückgeschenkt zum 2-0, an Nick zum 1-1 und dann an aus und daher, das ist der Klassiker, ne? Und deswegen hast du sich auch so, Jochen, wie du sagst, das bleibt auch noch im Kopf hängen, das Ganze, ne? Das ist immer gleich Höchststrafe. Oh, der passt noch. Habe ich gedacht, der wäre zu dünn, du. Sah so aus, Affen. Ja, tolles Break war das gewesen, ne? Also das war ja lehrbuchmäßig, also spitzenmäßig. 2-1. Ja. Wie verrückt. Das ist mir auch aufgefallen. Das Schnipsen, ja, ein paar haben sich noch getraut, den Frankenthal zu schnipsen. Aber, ich muss jetzt aber ansonsten war es doch eher das Klatschen. Ja, ich muss auch wirklich sagen, die Stimmung ist natürlich sehr gut hier. Ne? Auch dieses offene Klatschen ist kein Spieler oder für den Nachbartisch auch nicht. Auch weil, Musik nicht. Ja, auch nicht. Das ist richtig schön. Das, also die fehlt übrigens ein bisschen. Das muss man vielleicht auch mal auf die Liste setzen, dass wir ein bisschen Musik haben. Im Hintergrund meinst du? Ja. Ein bisschen. Ja, aber das ist aber so, vom Denk her ist das so ein tolles Klima hier, ein ne? Tolles Feeling. Und dann wieder ein gutes Break. Ist die 1? Nee, die 5 stört, ne? Die 5 stört. Die 5 stört definitiv. So, Jochen, was passiert? Ha! Also mal gucken. Mein Tipp. Schon gar nicht so einfach. Ich sag, was denkst du? Ich überlege gerade, ob dem er die 1 ja wirklich klar sieht. Ein Push denkbar wäre und interessant wäre. Ich vermute, er lässt sie rechts abstreifen, ganz dünn, und dann die weiße oben hinter die 9 da in die Ecke. Na, nee, oder sie zwei, das wünsche ich auch. Gut ausgeführt. Aber so hoffe ich mir das. Ne? Das ist mir so ein bisschen aufgefallen allgemein, auch speziell auf den Euro-Touren und sonstiges, die ganzen Top-Spieler sind ja nicht nur alles Lochmaschinen, sondern die Spiele werden ja wirklich zu 99% auch mit dem taktischen Spiel entschieden mittlerweile. Ne? Da hat keiner mehr ein Problem, mal auszusteigen auf einen offenen Ball oder ähnliches, wenn es zu kompliziert ist. Ne? Also das Ganze hat sich so ein bisschen gewandelt gegenüber früher. Früher wurde sehr, sehr offensiv gespielt. Ne? Und heute ist das eben halt so ein bisschen so, dass man sagt, okay, man berechnet das Risiko ein bisschen und dann entscheidet man, ob man aussteigt oder nicht. Ne? Jetzt werde ich gerade gefragt, wie viele Zuschauer wir haben im Stream. Hast du da nicht irgendeine Zahl genannt? War das nicht vorhin irgendwas? Also wir hatten ja teilweise, also in der Spitze waren es bis zu 8.000 sogar. Mhm. Ich glaube, vorhin waren es sogar mit Mittagszeit schon 4.000. Also hier werden sowieso alle Rekorde gebrochen, Jochen. Also ich habe ja nur ein paar Zahlen auch von den anderen großen Tournaments so ein bisschen im Visier und im Kopf. Also hier werden ganz neue Maßstäbe angesetzt und die Messlatte wird ja so ins Unermessliche geschraubt. Ich finde es sensationell und ich würde mich auch freuen, wenn das so angenommen wird, dass das German Tour Finale immer das Highlight in Deutschland sein wird, weil ich weiß gar nicht, wie man so in diese Region vorstoßen kann, was hier in diesen Tagen passiert ist. Wir reden hier vom Billard, nicht vom Fußball, ne? Ja. Also es ist wirklich, das ist vorhin schon gefragt, wo ich da alleine die Geschichte mit dem Video, die hatte ich ja vorhin erwähnt, die hattest du auch schon erwähnt. Ja, mehrfach. Also wir haben jetzt für die Zuschauer vielleicht mal nur, um zu verstehen zu geben, wir haben ja ein kleines Video eingestellt über die German Tour Seite und das war ein besonderer Stoß, ein Matchball. Und da hat der Efren eine 10 über eine Bande ins Mittelloch als Kissshot angesagt, als Stoppball. Den kennen wir als Trickshot viele wahrscheinlich auch, aber der funktioniert dann auch zufällig bei ihm auch dann als Matchball in der Wettkampfbedingung. Ja, am zweiten Tag waren es dann 35.000 Menschen oder Klicks, die dieses Video sich angeschaut haben. Dann hat das seine Kreise geschlagen und innerhalb von einer Nacht hat es auch die Philippinen erreicht und auf den Philippinen wurde es innerhalb von einer Nacht 1,7 Millionen Mal angeklickt. Also ich habe auch erstmal dreimal hingeguckt, ob es die richtige Zahl ist und selbst der Boosty, der kannte diesen Follower-Händler, diesen also YouTube-Händler, der da viele Videos einstellt und der davon auch lebt und dann ist das explodiert halt. Und jetzt sind wir, glaube ich, per heute 15 Uhr bei 4,75 Millionen, die dieses Video gesehen haben. Also wir sind alle hier völlig von den Socken, was hier passiert ist und
auch deren Appleton hat heute wieder was gemacht, ne? Ja, er hat es nachgespielt. Er hat das nachgespielt, aber im zweiten Versuch. Ja, genau. Und dann hat er geschrieben, who is this? Where is Evan Reyes? Evan Reyes, genau. Also, ich muss darüber grunzen. Er hat eine ganze Serie gemacht. Also er hat auch einen Trickshot gemacht, where is Florian Kohler? Ja. Also, wo seid ihr alle? Aber ist doch ehrlich ein Phänomen, wie das so schnell um die Welt eilen kann, ja, in der heutigen Zeit, ne? Ja, ja. Also wer das noch nicht gesehen hat, ich kann es nur empfehlen. Es ist eigentlich überall bei Facebook zu finden, aber am besten natürlich auf der Facebook German Tour Seite, Dutch Seite. Da ist es also. Und dann, da stehen zwar jetzt nicht unbedingt die ganzen Klicks, aber die ganzen Klicks veröffentlichen wir in den nächsten Tagen, weil wir können die bei uns sehen, wer welche Händler oder YouTube-Händler das auf ihren YouTube-Kanälen gedownloadet haben und dann als eigen eben halt vermarktet haben. Ne? Ja. Das war ja nur ein Werbegag und es wurde auch nicht geschützt, das Video. Und dass das dann so eine Reaktion auslöst, da sind wir alle, glaube ich, positiv überrascht. Ne? Positiv überrascht ist natürlich dann noch untertrieben. Ja. Aber das Break, macht er wieder so ein schönes Break? Schönes Break? Wingball fällt gar nicht? Oder der zweite Ball? Oh, nee, die. Ach, die geht vorbei, die 1. Ja, wenn die 5. Die 5 an der 10 vorbei. Ja, die 5 geht rechts vorbei. Das passt alles. Du hast aber ein Auge, das sage ich dir. Wirklich gut zu sehen. In der Einstadt hast du eben nicht zu sehen. Ja, du machst das schon ein paar Tage hier, ne? Früher seit 1994 Jugendbetreuer gemacht, 16 Jahre lang. Und hab aus allen Perspektiven Billardspiele beobachtet über Wochen. Kriegst du ein Auge dafür, ob der geht oder nicht? Das wusste ich aber noch gar nicht. Das wusste ich aber nicht. Nee, ich hab, du stehst schon 3-1, wenn ich sag mal. Ja, 3-1. Mensch. Ja, das sieht natürlich auch so aus, dass das der Tisch, ne, ja, der ist geräumt. Das lege ich mir fest. Also das ist also, das sieht schon gut aus. Und es wiederum, hast du recht jetzt, Jochen, dieser eine Ball zum 2-0, diese 8, die er etwas zu dick getroffen hat, die kostet ihn ja mittlerweile schon, ne? Das dritte Spiel. Richtig, ja, die kostet richtig. Nee, ich war zu Zeiten eines Thorsten Hohmann zum Beispiel, der Jugendbetreuer von Hessen, den ich seit jetzt 1994 kenne. Und Nico Ottermann, der da drüben spielt. Nico Wehner, den man vielleicht auch noch kennt. Mhm. Tanja Kirschmann bei den Frauen. Also da sind schon etliche. Marlin Köhler dann durch meine Finger gegangen. Insgesamt 22 Europameistertitel. Also hast du alles schriftlich festgehalten? Ehrlich jetzt? Oh. Unglaublich. Bin ja sehr stolz drauf. Unglaublich. Ja. Deswegen kann ich es gern mal erwähnen. Ja. Tue Gutes und rede darüber. Ja, macht er sehr schön, ne? Also wirklich toll. Ja, hat sich auch sofort auf das Tempo eingestellt. Ja. Ist ja nicht jedermanns Sache gleich, so ein neu bezogener Tisch. Und dann na, wir sehen den Nick ja nicht das erste Mal auf dem Tisch und das merkt man auch. Auf dem Tisch oder hat er auf dem Tisch? Ich habe ihn schon auf dem Tisch kommentiert gestern. Oh, dann weißt du, was los ist. Und das war auch richtig gut. Er hat gegen den Tristan 4-1 geführt und dann 5-4 verloren, aber das lag am Tristan, Jaloszewski. Und dann haben wir ihn nochmal gehabt und da hat er brillant gespielt. Da musste jemand büßen, ich weiß nicht mehr, wer es war. Da musste jemand richtig büßen. Ja, ja, der hat den Satz ab 1-0 oder 2-0 hat er ihn dann ausgemacht. Unglaublich, ne? Und in einer Bombensicherheit, Geschwindigkeit. Mhm. Jetzt 4-1. Wirklich sehr, sehr stark überrascht und positiv, weil die spielt ja einen richtig tollen Ball. Ne? Naja, die spielt nicht umsonst in der zweiten Liga und davor erste Bundesliga. Siehst du, hat auch richtig, also das ist à la Bonheur. Da müssen sich einige der Männerwelt schon in Acht nehmen vor. Ne? Also, naja, mit dem Lebensgefährten oder Ehemann, ne? Dann setzen wir ja auch ein bisschen was voraus. Guck dir dieses Break an. Na, die 1 rollt jetzt mal endlich nicht vors Loch. Könnte sein, dass die Weise gefallen ist. Bist du sicher? Ja. Wenn du das jetzt hat noch einen Kick bekommen. Ah, nee, sie ist nicht da. Wenn du das jetzt auch noch gesehen hättest. Ja, ich habe nur gesehen, dass sie einen Kick bekommen hat. Das geht dann Richtung hätte Eckloch. Dann hätte ich gerade vermutet, dass wenn er aufgeht. Der ist direkt auf die Knie gegangen. Was haben wir denn hier?
Ja, im Chat wird eine ganze Menge geschrieben, hier sehe ich, ne? Ja, man kriegt immer wieder Nachrichten. Jetzt kriege ich eine wahrscheinlich so versteckt, soll ich Werbung machen für den Stern des Südens, respektive das Spiel der Spiele. Habe ich aber schon gemacht. Dann sag ich nochmal, hier sitzt der Stern des Nordens. Ja, genau, mache ich gerne nochmal. Nächste Woche, Fürstenfeldbruck gegen Dachau in der Bundesliga. Schaut's euch an, Leute. Schaut's euch an. Das wird eine Show mit richtig vielen Spitzenspielern und richtig geilen Partien. Wir sehen Ralf Suké. Wir sehen Albin Ojan. Wer ist Albin Ojan? Weltranglistenerster. Ja, also Albin, der ist es für mich. Also. Wir sehen Ralf Suké, wie gesagt. Wir sehen Filip Stojanovic. Wir sehen Dimitri Jungo. Wir sehen Roman Hübler. Das ist wirklich das Hu ist Hu. Und die könnt ihr alle live sehen. Kommt nach Fürstenfeldbruck, kommt nach Dachau. Nächsten Samstag, nächsten Sonntag. Ich bin da. Da brennt der Baum. An. Allerdings. Also ich muss jetzt mal eins sagen, ich war neulich ja in Hamburg bei dem Bundesligaspiel BCK gegen Dachau. Ja. Und da habe ich die Pooligans. Mit 15 Leuten da wahrscheinlich. Da habe ich die Pooligans das erste Mal live kennengelernt. Also da trommelt der Bär. Ne? Also die machen Stimmung. Also das ist schon wirklich, wirklich Alarm. Ne? Aber ich muss sagen, die Jungs, ne, ich weiß ja immer nicht, man denkt ja immer, Pooligans klingt immer so und sonstiges. Das sind alles gute Jungs, ne? Gute Mädels. Das ist eine richtige Truppe, die trommeln und trommeln und trommeln. Also ist wirklich. Ja, die sind an sich harmlos. Ich sag Stimmung mal, pur. Ab und zu schlagen sie im Internet ein bisschen übers Ziel hinaus. Ja, wissen nicht so ganz, wo die Grenze ist des guten Geschmacks. Aber letztendlich ist das eine schöne Gruppierung. Und wunderbar. Ich habe auch mal die Ehre gehabt, mal Bundesliga in Merfelden einen Spieltag mitzuspielen und der Gegner war ausgerechnet Dachau und Dachau war auch mit 10-12 Leuten da und haben getrommelt. Das war für mich natürlich auch ein Traum. Genau das richtige Spiel erwischt, wo ich mal Ersatz gespielt habe. Alles richtig gemacht. War es egal, ob ich gewinne oder verliere. Das war mir sowieso egal. Man kriegt Gänsehaut, egal, ne? Man ja, kriegt schon Gänsehaut. Es ging mir um die Stimmung, die war toll. Ich kenne jetzt, glaube ich, ich bin einen kennengelernt von, das ist der Christian Dingler. Ich glaube, der gehört auch zu den Pooligans und den habe ich auf der deutschen Mannschaft auch kennengelernt. Auch bei Facebook sind wir ja so ein bisschen befreundet da. Also ganz, ganz toll. Ne? Also die Einstellung und so und wie das da Ganze gelebt wird, das ist also, da kommen schon Emotionen rüber. Das ist wirklich. Und übrigens auch ein guter BR-Spieler, ne? Der Dingler, ist mir aufgefallen. Der deutscher Meister geworden 2014. Ja, das stimmt. Und sehr, sehr sympathisch auch, ne? Also muss man sagen. Also das passt schon irgendwie alles noch. Das ist alles immer so ein bisschen. Oh, hier, es wird immer voller am Center, kurz sehe ich gerade hier. Die bereiten sich alle schon auf den Abend der Giganten vor nachher. Mhm. Ich habe dann zwei, dreimal, haben wir es ja durchgegeben, dass die rechtzeitig ihre Plätze sichern sollen, weil ich glaube, der Kessel wird nachher hier richtig dampfen. Ja, wenn man die Namen nachher liest, wer hier alles heute noch spielt, ne? Also, das ist ja wirklich, wirklich ganz, ganz großes Kino. So, währenddessen ist der Geronimo wieder mal am Tisch und hat eine richtig gute Chance, das jetzt sieht endlich aus. Wieder mal zu verkürzen. Ich glaube, der Ball ist nicht so einfach. Guck mal genau hin, da. Der sieht so ein bisschen aus, ein bisschen tricky. Denke mal. Er muss ja zwischen 6 und 7. Und dann muss er mit dem Druckball an der 10 vorbei, oder wie denkst du dir das? Aus der Kameraperspektive würde ich eigentlich sagen, er kann ihn ziehen. Meinst du? Oberhalb, nee, oberhalb der 6, aber er kann es nicht. Nee, ich glaube, er drückt ihn das rüber. Das macht ihn schwierig. Ja, das macht ihn schwer. Das ist genau das, was aus dem Grund. Gesagt hat, ja. Ja. So, Jochen, was passiert? Jetzt ist es interessant. Jetzt kommt der Abglitscher, ne? Von rechts, ganz dünn. Jetzt wird er hauchdünn ablaufen. Hauchdünn ablaufen lassen. Die Weiße hier an die lange Kopfbande legen. Tischmitte langt. Mhm. Liegt sie im Halbsafe, die 6. So wird das machen. Ja, guckt schon. Ja, das passt. Ja. Das geht. Sieht gut aus. 6 schön da ranrollen. Genau, schön zu 7 ranrollen. Aber bei Geronimo weiß man nie, der hat ja einen Bälle auf der Deutschen gespielt, da war ich völlig baff, ne? Der gehört ja auch zu denjenigen, der Wege sieht, die nicht unbedingt für alle zu erkennen sind. Aber echt, der Geronimo ist auch ziemlich jung, glaube ich, ne? Ja, würde ich jetzt mal auf Mitte 20 einstufen. Ja, das ist. Ja, das erste Mal habe ich von ihm gehört, von einem ehemaligen Hamburger BR-Kollegen, sagt ihr vielleicht sogar was, der lebt jetzt in Ulm, das ist der Frank Gebert. Sagt ihr das was vom Namen? Ja, vom Namen, ja. Ja, und der hat mir damals schon gesagt, da war er noch ein bisschen jünger. Du, wir haben da einen im Verein, das ist dieser, der heißt Geronimo. Und da hat er schon gesagt, das ist also wirklich ein richtiges Ausnahmetalent. Mhm. Den sehe ich noch, der Deutschen. Da fällt jetzt natürlich wie Stuppen runter und sehe dann, wie gut er da ist. Und also es war wirklich beeindruckend, die deutsche Meisterschaft. Absolut, absolut, ja. So konstant.
Die Konstanz ist. Man kann ja mal einmal Zweiter werden oder Dritter, ist aber gleich dreimal zu machen. Ja, genau. In allen Wettbewerben ist halt schon mal eine ganz andere Hausnummer. Oh, er macht das anders, guck mal. Ja, er plant einfach nur anders. Schiebt da einfach nur die 6 auf die 7, das wäre ja ein bisschen risikoreich. Ja. Auch was auseinanderprallen und da liegt ein klarer Ball. Jetzt bin ich überrascht. Ich würde ja diese dünne Variante bevorzugen. Die kannst du sogar vielleicht sogar so. Ja, genau, der ist dabei. Und dann. Also, ich finde den Touch-Off näher am schönsten. Der ist auch schön, ja. Das finde ich übrigens auch eine tolle Geschichte. Das mit dem Touch-Off näher finde ich wirklich gut, ne? Das sieht richtig vernünftig aus und überhaupt gibt es hier so 2-3 richtige Highlights, die eigentlich nicht so üblich waren bei anderen Turnieren wie bei anderen Turnieren. Ne? Also hier ist man schon wirklich gut aufgehoben. Ne? Man fühlt sich auch wohl, man wird richtig empfangen, auch so üblich. Mm-hmm. Also hier sind schon. Jetzt hat er sich doch was anderes entschieden. Er hat lang, hat er gesagt. Und bei uns heißt das lang, ne? Ist doch der Pianist. Ja, das ist ja das andere. Das ist der, wir sagen immer, wenn einer eben halt links, rechts, lang heißt das dann, oder? Ja. Was gibt das bis jetzt? Safe oder eine Bande im Mittelloch? Von hinten im Mittelloch hoffen, dass der vor dem Mittelloch gegenschlägt. Kann aber an der. Gefährlich. Kann aber an der. Von hinten? Nee, der spielt ihn. Doch, von hinten. Er wollte ihn von hinten spielen. Naja. Das ist jetzt. Völlig so, verfehlt. Ja, aber, hat er jetzt auch gerade das Kö auf den Tisch. Aber er sollte von hinten kommen, glaube ich, auch. Ja. So. Ja, nee, es war überhaupt nicht so geplant. Also er hat sich auch entschuldigt. Mhm. Das war gar nicht so geplant. Dann sehen wir gerade unsere Schiris da am Bild. Das ist ja auch, die machen auch einen tollen Job, muss ich sagen. Man hört sie nicht, man sieht sie nicht. Nur wenn sie gebraucht werden, sind sie da. So soll es doch eigentlich sein, ne? Also das ganze Turnier hier ist schon sehr, sehr professionell angelegt, muss ich sagen. Also das ist schon den Einbänder. Oha. Nee, da lädt er den Nick Vandenberg zu 5-1 ein. Fällt er noch, kippt er noch rein. Wenn der fällt, wird es schwieriger für Nick, ja, wenn er fällt, aber er ist nicht gefallen. Der liegt sehr tief drin. Ja, das ist ein Vorwand. Ja, aber ist trotzdem schwer. Den kontrollieren, ne? Zu kontrollieren. Unangenehmer Ball. Du würdest ihn spielen? Ich würde da fast so zum tiefen Ball, ja, so wie er es jetzt auch macht. Ja, er will ihn Tisch Mitte. Tief rechts, ja. Tisch Mitte, er wollte Mittelloch stellen doch. Super. Mhm. Ja, also wirklich. Ja, der hat den Tisch verinnerlicht. Auf den Punkt. Auf den Punkt, so muss er sein. 5-1, Nick Vandenberg on the hill. Tja, mein Hill wird ja wohl nicht so gut. Wird eng. Ja, dann seht ihr so meine Fachkompetenz. Dann seit vielen Jahren und ja, wir sind uns gegenseitig ans Herz gewachsen. Ja, da sehen wir gerade das Logo und Bild von Billard Beckmann. Das ist natürlich der Hauptsponsor der ganzen Veranstaltung hier sogar. So ist es. Also das soll man ja auch nicht verkennen. Das kommt mir ein bisschen zu kurz. Ich kann nur sagen, ohne diese Sponsorentätigkeiten allgemein, wäre so ein Event ja gar nicht möglich. Klar, das aber das kriegst du nicht mit. Das mache ich natürlich im Stream. Das ist natürlich auch meine Aufgabe, ja, das nach außen zu kommunizieren. Toll. Und da gehe ich mehrfach drauf ein pro Stream. Toll, ne? Ja. Toll, ja, muss sein. Dass ich weiß selbst, wie wichtig das ist. Ich arbeite in der Billardbranche. Genau. Und ich habe überhaupt kein Problem, die Mitbewerber zu erwähnen, weil das ist einfach so, das tut allen gut. Allen. Ja, und ich gehe auch davon aus, dass wir nächstes Jahr auch mit dabei sind. Da muss was passieren von unserer Seite. Ja, ne? Ja. Also ich muss aber eins sagen, allgemein so dieses Miteinander hier bei dem Turnier und auch die ganzen Sponsorenwände, die wir hier haben, und die sprechen ja auch untereinander hier, sind ja alle auch zum größten Teil vor Ort. Ne? Also das ist schon, das nennt man schon an einem Strang ziehen. Ne? Ja. Alle möchten gerne, dass dieses Turnier diese Position bekommt, wie es auch verdient ist. Ne? Mhm. Und ich kann nur sagen, wenn ich jetzt eine Rückschau schreiben müsste, das werden wir im Norden, im internen Bereich sicherlich tun, weil das ist ja nicht unsere Aufgabe. Also ich kann die Messlatte nur so nach oben schrauben. Das ist eben halt eine Geschichte, wenn wir alle dazu beitragen und das auch alle so ähnlich sehen und das alles auch vielleicht so ähnlich bewerben, dann ist mir nicht bange um die Turnierlandschaft in Zukunft in Billard Deutschland.
Du schlägst in meine Kerbe. Ich habe am Mittwoch, Donnerstag im Prinzip genau dasselbe gesagt. Nur ja? Mit anderen Worten, ja, da hat er im Prinzip genau dasselbe gesagt, dass es nur zusammengeht und dass das hier eine wunderbare Eröffnung ist und wie es gehen kann. Dass man, wenn man zusammenarbeitet, dass man dann gemeinsam stark ist. Aber Jochen, mal jetzt ganz im Ernst. Hast du erwartet, dass das so ein Turnier wird? Nein. Nein, nicht so in der Form. Wahnsinn, ey. Und vor allen Dingen für die Erstausgabe so abzuliefern, das ist für mich also. Oh, was soll denn noch kommen? Ja. Was soll denn noch kommen? Dann kommt der Shane nächstes Jahr. Ja, nicht so viel. Nächstes Jahr vielleicht nicht. Ja, nächstes Jahr vielleicht nicht. Vielleicht. Oder ich spiele mit. Ja, das geht auch. Das geht auch. Dann sehe ich dich endlich mal spielen live. Ne? Ja, ist schon ein tolles Turnier. Ich muss ja sagen, ich habe ja nun selber auch mitgespielt. Bin ausgeschieden. Aber knapp. Ausgeschieden ist ausgeschieden. Ja. Ne? Muss man den Mund sich abwischen und sagen. Und es ist ja in der Regel so, dass sie wirklich einen Großteil sehr, sehr enttäuscht sind, schnell, wenn sie ausgeschieden sind. Aber ich bin auch einer denen, der leicht enttäuscht ist dann. Aber ich kann nichts Negatives sagen. Es ist wirklich toll gelaufen bis jetzt. Ne? Also, ich komme wieder. Du kriegst die Töne. Keine Frage, wer hat das gesagt? Der Pink Panther. Der Pink Panther. Also bin ich in dem Alter, das muss ich wissen. Ja, vielleicht komme ich ja nicht wieder, wenn Sie mich nicht mehr hören wollen. Das kann ja auch sein. Ich rede ja sehr schnell und vielleicht auch ein bisschen mit einem norddeutschen Akzent. Aber das macht nichts. Wir hatten schon Österreicher hier. Das kannst du nicht toppen. Das kannst du nicht toppen. Also das sieht natürlich... ein Push oder... Das ist ja unglücklich, ne? Das ist unglücklich, ne? Aber ich hatte nochmal... Schönes Safe. Ja, sozusagen. Eine Frage, Jochen. Das ist ja das, auf diesen beiden Center-Cortischen ist das Simonestuch drauf, richtig? Ja. Ist das ein ganz neues Simonestuch? Ich kenne diese Farbton ist sensationell. Also ich finde, wir haben bei uns ja oben im Norden dieses Electric Blue drauf, mit sehr, sehr hellen Strahlern auch. Aber das kommt mir alles noch eine Nuance viel, viel heller vor. Ne? Also ich hätte jetzt spontan, ja, also auf unserem Bildschirm kommt es ja heller drüber, als es eigentlich ist. Es ist ja ein bisschen kräftiger. Ach so. Ja. Wenn du mal hier aufstehst und guckst, siehst du, dass es ein bisschen kräftiger ist. Oh, weg ist die Weise. Schöner Ball trotzdem. Ich würde sagen, das ist das Tournament Blue. Tournament Blue? Ja. Es gibt ja irgendwie eine neue Auflage von Simonis, ne? Von dem 860er Tuch, glaube ich. Aber der irgendwas ist da eine Sonderserie. Ich glaube, das kann mich auch täuschen, aber ich habe da irgendwas sowas. Aber das Tuch gefällt mir besonders gut, ne? Na, überhaupt, ich kann ja, wer hier was Negatives findet an den Tischen, das sind oder sonstiges, ne? Das ist ja Klagen auf allerhöchsten Niveau. Ne? Tournament Blue? Ja, aber kam gerade, wir stehen von Bernd Schmotz, das ist Tournament Blue. Die Strahler machen denn eine ganze Menge aus, höre ich denn? Ja, machen es auf jeden Fall heller. Ja. Im Fernsehen, wenn man es live vor Ort sieht, ist es etwas kräftiger. Tolles Tuch, also so. Habt ihr ja auch einmal drauf spielen dürfen und ich war wirklich gleich hin und weg, ne? Vom neuen Tuch ist man ja allgemein begeistert, immer erst im Vorwege. Ja. So, das wird das 5-2. Und dann kommt mein Tipp noch hin. Das wird noch ein Hill-Hill. So sieht's aus. Wer ist auf meiner Seite? Ja. Strike. Ich will da gar keine Partei ergreifen, aber Spannung wollen wir doch alle haben. Bisschen ne? Mehr Spannung, ja, wäre nicht schlecht. Der Geronimo hat auch ein bisschen unter Wert jetzt momentan nur 2 Punkte, weil er war ja eigentlich schon 2-0 in Führung. Mhm. Und dann hattest du ja recht. Dann kam die böse Erwachen. Ja, es kam der böse Erwachen. Und das tut denn weh, so einen Ball daneben zu sammeln. Am Nebentisch derweil 3-3. Bei Ina? Ja. Jetzt führt er auch 3-0 gegen Bernd Janke. Und der Urson Kandrian muss jetzt gegen Efren Reyes ran. Der Schweizer. Da muss ich. Der darf jetzt nicht ausscheiden. Mhm. Dann haben wir den Carsten Becker, der gegen Julian Cortü mit 2-0 auch wieder in der Führung gegangen ist auf der Gewinnerseite. Arna Bora, den ich wirklich überhaupt nicht zuordnen kann. 4-2 gegen Tristan Bialoszewski in der Gewinnerrunde. Martin Pokuntke hat Christine Lachenmann aus dem Turnier befördert. Christina Chagan führt gegen Marcel Costa 2-1.
Ja, und Ina gegen Nico am Nebentisch 3-3. Ihr könnt gucken auf dem zweiten Stream. Dort ist es spannend mit 3-3. Hier wird es doch spannend, sagt jedenfalls der Thomas Windlauf. Es gibt ein Erdbeben. Das ist die einzige Chance, die den Geronimo doch über die Zeit rettet. Ich hoffe, es kommt dazu. Nee, ich glaube nicht, dass er den angesagt hat. Nee, und das Problem ist jetzt, dass jetzt ist die 1 nicht so schwer auf die 4. Nee. Die wird wahrscheinlich gemacht. Was anderes wollte ich fragen, Jochen. Ich bin ja nun, wir machen ja auch mit Stream so ein bisschen hin und her, sind ja alle Veranstalter irgendwo da am Tüfteln. Also ich habe da, das ist ja, diesen Stream in dieser Form habe ich so noch gar nicht gesehen. Ich habe Eurotour, ich habe da das Abo da auch alles und guck mir alles an. Aber hier sind ja so viele Perspektiven und so viel, so klar das Bild. Also wie kommt das zustande? Ist das Blue White Ball alleine? Nee, das ist Real Life dann hinten dran. Ja. Ich bin jetzt kein Technikexperte. Mhm. Man möge mich da verbessern, aber da wird jede Menge Bandbreite zur Verfügung gestellt. Ich glaube, von Sport Deutschland TV kriegen wir noch was. Und dieser Mix sorgt dann dafür, dass wir ja doch ein recht klares Bild haben. Ja, toll. Was ich aber auch noch eine tolle Idee fand, mit der ich auch erst konfrontiert wurde, als ich quasi hier war, sind diese Interviews direkt im Anschluss ans Spiel. Finde ich auch klasse. Finde ich großartig. Ja. Finde ich auch klasse. Und ich hoffe auch, dass es zu Hause so ankommt. Das ist wirklich, das hat dann wirklich Sportübertragungsniveau. Ja. Da siehst du jemanden spielen und dann ist das Spiel zu Ende. Wir fangen die ab oder machen vorher natürlich aus Interview und sagen dann gleich, hier komm, Nick Vandenberg, komm mal her. Der Nick erzählt was und auch die Unterlegenen kommen meist vorbei und sagen was und zeigen sich hier als echte Sportsmänner. Und das ist gute Präsentation. Finde ich auch. Das finde ich auch, also spitze. Das ist übrigens auch dann ein Merkmal eines Sportlers, wenn er nicht wegrennt nach einem verlorenen Spiel. Ja. Jetzt kommt das Erdbeben. Jochen, ich setze ein Getränk auf den Hill. Bist du dabei? Ja, das war auch eine schwere Antwort. Ne? Ja, Hill und dann? Ne, Hill erstmal. Ach, nur Hill, also eine Weicheiwette. Ja, weil dann Weicheiwette. Also ich sage ein Punktergebnis von 5 voraus und du hast ein Getränk schon halb angetrunken, würde ich sagen, so wie das hier aussieht. Also, gut, also ich halte dagegen. Das ist gut. Nein, ich muss ja wirklich sagen, das Ganze ist schon, das ist äußerst professionell hier. Ne? Und das, jeder, der hier nicht live dabei gewesen ist, den kann man das ja gar nicht so in Worten rüberbringen, wie das wirklich hier ist. Also ich bereue es, keine Minute hier gewesen zu sein. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn das nur annähernd, nur ein Bruchteil von denen im nächsten Jahr wieder so sein wird wie dieses Jahr. Ne? Also fahrt nach Darmstadt oder fahrt zum German Tour Finale, weil das ist wirklich Motivation pur. Für jeden Sportler, für jeden Verein, für jeden Gast, für jeden Besucher. Auch für die Veranstalter, denn die Veranstalter, die sich hier auf Deutsch den Punkt aufreißen, die reißen hier Stunden ab und geben alle ihr Bestes. Auch dein, wie du sagst, mit den Kommentatoren, beziehungsweise die das Interview gleich führen, es sind ja immer Menschen gebraucht, werden gebraucht, die das tun. Das Wer Interview für ich. Ja, das weiß ich, habe ich gesehen. Aber das ist ja so, du musst immer Menschen haben, die es tun. Die Vereine können da ein Lied von singen. Also in den meisten Vereinen sind es doch immer nur eine Handvoll Menschen, die wirklich dann richtig mit anpacken. Und das ist das Hauptproblem hier bei den Vereinen. Ja. Ne? Grundsätzlich, aber hier sehe ich ja Minimum 10, 15 oder 20 Menschen, die nur am Rotieren sind. Wenn ich das sehe, wer hier alles an der Technik arbeitet, das ist also wirklich aller lobenswert. Ne? Und yes, Sir, I can boogie. Das war... Und das sind ja auch... Das ist 5-3, Jochen. Ich habe schon Angst. Du fängst an zu schwitzen, ich sehe das schon. Und die Sponsoren interessiert es natürlich auch. Wir haben immer noch Leute von McDermott hier. Wir haben aus Chicago angereist. Wahnsinn. Wir haben Billard Beckmann hier. Wir haben Simonis hier gehabt. Wir haben die Deutsche Billardunion als Kooperationspartner. Michael John als Präsident steht direkt 2 Meter von uns entfernt. Heute Abend ist noch ein kleiner Empfang von allen. Ich weiß es nicht, aber irgendwo habe ich mal gehört, Masato kommt rüber von Kamui aus Japan. Nein. Ich habe keine Ahnung, ob er da ist, ob ich das geträumt habe oder so. Nee, ich habe das Gerücht auch gehört. Ja. Also muss also eins gestehen, nachdem man hier gewesen ist oder live dabei ist, ist das jetzt nicht unbedingt eine Überraschung mehr. Also wenn ihr sehen könnte, was hier los ist. Also wenn Masato hier auflegt, dann wäre das wieder der Ritterschlag. Ja. Wenn der aus Japan hier rüberkommt, um zu gucken, was hier bei der German Tour abgeht. So, jetzt kannst du zuschauen, wie das 5-4 kommt. Obwohl ich bin wirklich nicht parteiisch, ne? Aber ich promote mehr die Spannung. Und? Was passiert? Oh no. Einsteiger vor der Tür. Nein, komm. Aber Kombi. Keine 2, don't panic. Ja, ich sag das, er spielt die Kombi 10.
Wohin? Er versucht die Kombi 10. Wohin? Er sind ja die zwei da weg wegen Podium. Und jetzt liegt die Schiedsrichter die zwei Kombi, anders hin. Jetzt liegt ja die Kombi, war so abgesprochen mit ihm eigentlich. Jetzt habe ich gesagt, Schiene hinlegen, jetzt auf Schiene bitte. So, jetzt pass mal auf, Jochen, jetzt glaubt man nicht, dass er geht. Er geht, glaube ich. Na, du bist besser geübt hier an dem... Eine war in der Ecke oder was? Ich habe das Gefühl, dass er den Stoppball spielt, so mit Hindrücken. Nee, geht nicht. Ich sehe schon, aus der Perspektive jetzt besser zu sehen, geht nicht. Aber er wird... Er muss ja auch erstmal hinkommen, er hat ja keinen Winkel. Da ja, kommt er hin. Das ist dann, wir reden hier von Nick Vandenberg, ne? Und nicht von Tommy. Ne? Also okay. Also von oben mit links Effe. Feuer frei. Come on. Yes. Gut. Oh, fällt aber nicht. Ja, die Götter sind bei mir. Was kostet denn hier die Pina Colada? Ich trinke eine heiße Milch mit Honig. Ja, ich habe ein Wasser für meine Stimme. Nein, ich muss aber ehrlich sagen. Ne? Also das ist schon... Allein dieses Niveau, was jetzt gespielt wird, ne? Von gestern auf heute nochmal und jetzt morgen nochmal die Steigerung wahrscheinlich. Das sind ja alles Matches, die kannst du ja alle so, ne? Ich gehe auch davon aus, dass die alle aufgezeichnet werden, ne? Die ganzen Stream-Matches extra. Das wird von der Firma ReLive alles direkt auf eine Festplatte geladen. Toll. Und dann ist es natürlich die Frage, wann das hochgeladen wird. Ja, wir können nicht jetzt hier im regulären Betrieb hochladen. Da riskieren wir Bandbreite und riskieren, dass ihr zu Hause den Stream nicht mehr gucken könnt. Ja. Nachts lassen wir vielleicht mal eine Partie oder irgendwas hochladen. Ja, das ist ja. Wir haben ein paar Interviews schon hochgeladen, aber jetzt keine Massen. Und ja, das wird dauern. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann muss hier noch abgebaut werden. Dann muss man wieder mal zur Ruhe kommen. Ja, ja. Die Firma Rila hat sicherlich noch andere Kunden. Weil das ist ja für uns auch ein Dienstleister. Und ja, da wird es noch ein bisschen dauern, aber auf der German Tour Facebook-Seite und auf der German Tour Webseite werden wir natürlich darüber euch auf dem Laufenden halten. Joachim, jetzt wird es unangenehm. Guck dir den Ball an. Geronimo, du musst einen auspacken jetzt. Jetzt wird es unangenehm. Fällt jetzt hier die Entscheidung mit diesem Ball? Gut möglich. Ja, sehr wahrscheinlich, ne? Ist hängen geblieben mit der Weiß ein bisschen. Was passiert jetzt? Konter-Effe? Stark? Effe? Ah. Ball in Hand für Nick Vandenberg. Ich sehe, schade, mein Getränk schwindet dahin. Mein Getränk am Horizont. Es wird aber gelblich auch sein mit das einem wirklich ganz schön. Zwei, vier, auf fünf vielleicht nochmal stellen, vielleicht ein bisschen kribbelig. Ne? Ja. Ja, absolut. 4-5 entscheidet das Spiel. Ja. Und bei Ina und Nico 4-4. Hm? Oha. Das interessiert mich ja schon, muss ich zugeben. Ja. Ja, 4-4. Jetzt kommt der Jochen, der Achim kommt vorbei. Ja, der Achim kommt vorbei und gibt uns was? Guckt er da rein? Was steht da drauf? German Tour. Edition von? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das muss man ja gleich. Das müssen wir. Gibt nämlich. Halt das Ding vor die Kamera, das müssen die Zuschauer sehen. Ganz toll. Ganz toll. Das ist ein richtig schickes Ding. Warte, ich muss mich gerade nochmal informieren. Ich mache das Mikro mal aus. Ja. Also ich muss jetzt ja eins sagen, also ich hab gerade einen Kühlbereich bekommen, der Jochen hat es gerade in der Hand hier, von McDermott, den Limited Edition, extra für dieses große German Tour Finale wurden hier 10 Kös gesponsert. Und es sollen 10 sein, glaube ich. Ja. Jetzt kommt nochmal der Achim. Ah. Ja. Das ist folgendermaßen. Genau, wir haben jetzt nur mal das Kö gezeigt bekommen. Es gibt ein McDermott Kö mit einem German Tour Logo im Bad hinten. Das ist eine Sonderserie, glaube ich, ne? Von extra für das German Tour Finale. Da steht auch GT drauf, sehe ich gerade. Also, sensationell.
Ja, da siehst du mal, dass die sich richtig auch Gedanken machen, die Herrschaften. Ne? Also finde ich toll. Das wertet das Ganze noch ein wenig alles immer noch. Wie auch immer, der Thomas Lindloff wird nachher aufgeklärt werden und wird es dann in seiner Ansprache live den Leuten dann mitteilen, um was es da geht bei diesem Kö. So, mein Getränk hat nochmal Hoffnung. So, der Nick hat einen ganz schweren Ball. Das sieht gar nicht so einfach aus. Ich glaube, das Getränk ist noch nicht verloren, meine Damen und Herren. Wo denkst du hin? Der Jochen, der lacht. Berechtigt. Guck dir den Ball mal genau an. Jochen, was passiert? Gibt's den Safe? Will ihn reinschneiden direkt? Der spielt hier den Einbänderplan da. Guck mal, Jochen, der ist nicht so einfach. Ich brauch da gar nicht hingucken. Ich habe vollstes Vertrauen. Wir sind ja gleich bei 5-4. Aber ich muss ja sagen, wenn ich das sehe, das sind ja richtige Künstler hier an den Tischen teilweise. Ne, pass auf, was passiert. Das sieht noch safe aus. Ganz toll. Lang, lang, links, rechts. Genau, so kommt er. Tempo stimmt. Kein Vollsafe, aber der Ball ist gelungen. Ne? Ja. Der ist gelungen. Sauber, Nick. So, jetzt habe ich nur noch, jetzt kommt noch Geronimo. Was passiert jetzt? Das sind so die Billard-Situationen, die wir alle nicht lieben als Billardspieler. Weil da kann man wirklich fast alles falsch machen. Die offensiven Spieler spielen den Einbänder. Die defensiven spielen ultra langsam links, rechts verteilt. Das Safe. Gefahr dabei ist der Tisch hundertprozentig gerade, weil du relativ langsam spielst. Aber ich glaube, Geronimo ist einer der jüngeren Generationen. Das sind die Spieler, die vielleicht ein bisschen angriffslustiger sind. Und er sagt oder vermutet oder hofft auf die Bande, eine Bande, lang runter. Nick schaut auch schon ganz gespannt. Man weiß wohl, dass das ein Schlüsselball sein kann fürs ganze Match. Achtung, Jochen. Bin eine da. Bande. Eine Bande und sie passt. Fällt. Also, liebe Zuschauer, ich sage euch, ich bin kein Hellseher, aber ich habe die Veranlagung dazu. Es geht 5-5 gleich kommen. 5-4 erstmal und dann ein Aus vielleicht. Der Jochen, bleib hier sitzen, nicht flüchten, ich möchte mein Getränk. Ganz toller Ball, ne? Ganz toller Ball. Unter Druck, das war einfach ein, ne? Entweder es geht oder es geht nicht, ne? Jetzt steht's 5-4. Break, Geronimo. Und das muss ich euch sagen, für die ihn ja noch nicht kennen, für den Geronimo vielleicht. Geronimo hat ein fantastisches Break. Das ist mir auf der Deutschen aufgefallen. Und da ist auch richtig Wumms dahinter. Ich hoffe, dass er auch jetzt durchgeht, weil viele neigen auch dazu, an den neu bezogenen Tüchern vielleicht so ein halbes Softbreak zu machen. Aber das könnte oftmals sozusagen tödlich enden. Ne? Aber ich, am liebsten würde ich jetzt rüberschreien, Geronimo, Power! So, aufgepasst. Break. Fast von der Mitte. Geronimo konzentriert sich. Ja, nochmal abgesetzt. Und Weiße bleibt liegen. Eins Einsteiger, kommt aus der Bande heraus. Weiße bleibt liegen. Bleibt liegen. Und die zwei. Er kann lösen. Patten. Er kann patten, lochen und lösen. Er kann patten, lochen und lösen. Jochen, guck hin. Deine. Schau es dir an. Come on, Geronimo. Schieb ihn rein. Und streichel die zwei oder die acht und. Ja, die vier und fünf oben liegen Volley. Das ist nicht so schlimm. Der Jochen ist jetzt gerade hier am Chat zugange. Der macht da gerade mal hingucken. Nee, ich sehe mein Bier schwinden. Ja, nicht dann. Ich bring dir erstmal gleich ein Taschentuch da. Du hast ja wirklich da. Schau an, pass auf. Das ist jetzt der Schlüsselball. Wie löst er das Problem, Jochen? Erstmal reinschieben. Und wie bleibt es liegen? Perfekt. Komm on. Na, mal abwarten. Es bleibt. Perfekt. Ja. Unbelievable. Auf den Punkt. Herr Ober. Er hört mich noch nicht.
Jetzt muss er konzentriert bleiben. Also er ist schon ein toller Spieler, ne? Jochen, das ja, muss man sagen. Also das ist, also ist eine Freude, ihm zuzuschauen. Da werden wir noch immer einige sehen. Ja. Da werden wir noch einige sehen. Ja. Also auch unheimlich reif so. Wenn er jetzt wirklich gerade Mitte 20 ist, so eine Ruhe am Tisch so, ne? Sehr, sehr fokussiert. Ja, also Geronimo, komm, enttäusch mich nicht. Das macht er, das 5-5. Kombi, ja, es gibt ein straight. Problem, es gibt ein Problem. Jetzt kriegt er den ersten Replay, der muss ziehen ein Stück. Ja, wer ist Linkshänder? Er drückt die 4 raus, ein bisschen. Er drückt die 4 ein bisschen raus. Oh, liegt das so Schiene? Nee, 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 das passt schon. Dann passt das, ja, der rutscht rein, der rutscht sowieso rein. Das passt schon alles. Einen kleinen Winkel braucht er jetzt, ja? Ja, den hat er. Auch das passt. Jetzt muss er mit Oma arbeiten. Düske spielen, das ist auch kein Ding. Da haben wir schon mal die Interview-Leinwand gerade kurz gesehen. Also ich sag, Jochen, da bin ich ja mal gespannt. Da würde ich gerne mit lauschen, was du gleich zu sagen hast. Du kannst ja auch das Interview auch führen. Nein, haben wir auch schon gehabt. Ich lausche und lächle im Hintergrund und genieße mein Getränk. Tu mal einen Gefallen, Geronimo. Halt den Ball flach. Marmel die Partie aus. Das sind aber Ansagen nach 5-1, ne? War es 5-1? 5-1, ja. Das war 5-1 oder was? Kann auch 4-1 gewesen sein, 5-1. Ich mach den Koni fett. Ja, ich werde gerade rufen. Darf ich ganz kurz noch die. Wir haben gerade um Getränk gewertet. Ich habe Hill Hill vorher gesagt. Ja. Der Achim steht gerade neben mir und sagt: Das ist ja unglaublich, dass der den Satz noch so hindreht, so spannend macht, der junge Mann. So, jetzt der entscheidende Ball. Was passiert mit der Weißen? Ah, stellt runter. Stellt er runter, Jochen? Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich lausche und gucke. Der ist gar nicht so schön. Klar, ist der ist gar nicht mal so gut. Ja. Ja, da weiß man immer, das ist immer so ein Zwitterball, würde ich sagen. Ne? Das ist jetzt. So möchte ich ihn nicht haben. Nee, der ist nämlich zu gerade. Die Weiße bleibt natürlich rechts von der 8. Nachrollen ist auch schwierig für Mittellochstellen, weil ich habe das Gefühl, dass ein Kleinwinkel aufs Mittelloch hat. Da kann die Weiße auch. Dass die Weiße ins Mittelloch fällt. Kann auch täuschen. Das würde ich nicht befürchten wollen. Also, das passiert, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumal er ja auch eine Toleranz hat im Eckloch. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wäre vorsichtig. Geht er auf ich wäre vorsichtig. Was macht er denn da jetzt? Ja, er will runter. Okay, er steht diagonal. So. 8 diagonal. Es sieht so leicht aus, aber es ist gar nicht so leicht. Nee, der ist jetzt auch nicht leicht. Der wird nämlich jetzt Richtung unterhalb des Eckloches runterrutschen. Er will ihn halten. Dahin. Er will ihn halten. Stoppball so halber, wird, ne? Ja, dahin wird er jetzt gerade hin. Er braucht einen Winkel, glaube ich, würde ich sagen. Ich glaube, Hill Hill, ich habe mein Bier verloren. Du trinkst doch nur Milch oder Kaba oder nein, oder ich bin eigentlich, ich habe auf gerade auf Getränkekarte geguckt. Das teuerste Getränk war, glaube ich, diese Pina Colada. Und, nein, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wer nach 5-1 oder 4-1 dir dieses Angebot macht und betrinkt, dass das Hill Hill ausgeht, ne? Du darfst mich auch. Ja, ne? Du kannst mir einen anderen Namen jetzt geben. Ja. Aber erst muss er rein. Ist drin. Und oi. Noch mutig mit Kunde. Herr Ober. Ich glaube, Geronimo gewinnt die ganze Kiste noch. Nicht nur Hill Hill. Es steht jetzt tatsächlich, liebe Billardfreunde, es steht 5-5. Hill. Hill Hill am Celta Court. Ich bin sowas von verzückt. Jetzt bin ich fertig. Jetzt reise ich hier ab. Mehr geht nicht. Genau. Der Thomas verlässt mich jetzt. Der muss sich vorbereiten auf seinen nächsten Einsatz am Center. Das hat mir riesig Spaß gemacht, Jochen. Wirklich riesig Spaß gemacht. Ja, wie ein Abreißkalender für dich hier. Danke nochmal, Jochen. Ja, gerne. Ciao. So, dann werde ich mal die Partie alleine zu Ende bringen. Billard Beckmann, Hauptsponsor der German Tour. Und es steht 4-4 am Nebentisch. Also auch dort spannend. Sehr, sehr spannend sogar.
So, letztes Break von Geronimo Weißenberger. Was passiert? 6 fällt in die Mitteltasche, 1 fällt in die Ecktasche. Jetzt bräuchte man eine Totale. Einmal Totale, die 2 ist nämlich auch weg. Nächster Ball 3, 4 im Loch. Hui, also lange 3 oder 3 ins Mittelloch. Kann er sich aussuchen. Stellung 4 kommt, glaube ich, in jedem Fall. Und Ina Kaplan macht am Nebentisch das 5-4 gegen Nico Ottermann. Da bahnt sich eine kleine Überraschung an. So, jetzt volle Konzentration hier auf den TV-Tisch. Mittelloch oder lang? Letzter schwerer Ball, würde ich sagen. Alles andere ist Standardprogramm. Vielleicht dann, na, eigentlich auch nicht, kein großes Problem. 4-5. Das muss einfach dann drin sein und rattelt er, legt sich aber in die kurze Bande. Also noch gut abgelegt von Geronimo Weißenberger. Freilich hätte er den Ball viel lieber versenkt, aber wenn man verschießt, sollte man mit der Position, die er hinterlassen hat, dann doch glücklich sein. Das hätte weitaus schlechter laufen können. Gut, mehr als ein Safety konnte dann auch der Nick Vandenberg da nicht spielen. Safe ist aber nicht gelungen, wie wir sehen. Wird aber der Geronimo ebenso mit einem Safe kontern. Also da macht ein offensiver Ball, glaube ich, bei 5-5 keinen Sinn. Sprich, er wird jetzt die 3 dünn rechts treffen. Weiß geht über die Bande hinter die 7. So sein Wunschdenken. Ja, da hat sich wohl nicht getraut, die 3 so dünn zu spielen. Hat sie doch recht dick getroffen, wollte vielleicht auch hinter die 10. Die 10 als Blocker nehmen, ist aber zu weit rausgelaufen. Und hinterlässt jetzt ja ein ähnliches Bild dem Nick Vandenberg. Auch die Frage, Einbänder, Mittelloch. Die 9 so ein bisschen als zusätzlicher Trichter. Hat er jetzt angezeigt, eine Bande? Glaube schon. Wird er aber im Hinterkopf behalten, was passiert denn eigentlich, wenn ich verschieße? Das heißt, die Weiße wird hinter der 10 landen irgendwie. Quasi in der Fortführung der Linie 5, 10 und dann Weiß. Im Zweifelsfall geht die 3 über 2 Banden. Ja. Genau, über 2 Banden dann wieder Richtung Tischmitte und darüber hinaus und dann würde er jetzt safe liegen. Aber die 3 ist gefallen. Von daher alles gut für Nick Vandenberg. Und Geronimo ärgert sich natürlich. 1-5 zurück, jetzt 5-5. Und um Haaresbreite am Gesamtsieg gegen Nick Vandenberg vorbeigerauscht. Prognostiziere ich jetzt einfach mal, denn ich glaube, dass der Nick sich das nicht mehr nehmen lassen wird. Währenddessen macht Nico Ottermann das 5-5. Hill Hill also auch am Nebentisch. Oh, 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 oh. Nee, das ist nicht das, was Nick Vandenberg sich vorgestellt hat. Ich glaube, da lässt er immer einfach nur erstmal eine Probe schwingen.
Stark. Stark versenkt. Stellung 7. Natürlich nicht wie gewünscht. Nicht wie gewünscht. Bietet sich ein Safe hinter der 10 an. Macht er auch. Macht er auch und das ist gut. Das ist sehr gut. So, eine Bande, lange Bande, da muss man schon fast zwei Banden zickzack laufen. Das ist nicht wirklich schön. Dann gäbe es noch die Option, schwierig jetzt zu beschreiben, aber die lange Bande oben, ja, jetzt ist es rechts, jetzt ist es ganz woanders. Er hat gerade von der Regie verarscht. Also lange Bande links, kurze Bande dann oben, dann lange Bande rechts und dann geht es eigentlich auch nicht. Das ist Fantasie. So, dann gibt es noch die Variante, sich über den kompletten Tisch zu strecken. Kurze Bande, eine Bande einfach nur. Auch schwer genug. Auch schwer genug. Er darf keines Fouls einen Foul machen von hinten. Ja, ist nochmal gut gegangen für den Geronimo. Immerhin keinen direkten Ball für Nick. Eine Bande oder Sicherheit? Ist drin und Stellung Mittelloch. Stellung Mittelloch passt. Aber auch hier muss der Nick natürlich noch arbeiten. Er. Na gut, er kann so eine Art Stoppball spielen. Dann würde er eine Situation von da ungefähr haben. Ja. Und ich hätte die Möglichkeit, Nachläufer zu machen. Und damit etwas höher zu kommen. Mehr Richtung Tischmitte über eine lange Bande. Bisschen rechts ist viel vielleicht noch, aber das ist alles natürlich. Man versucht natürlich jegliches Effet irgendwie zu vermeiden, wenn man da bei 5-5 auf die 8 spielt. Er macht es aber trotzdem. Hoch rechts. Und verschießt. Und verschießt und trifft eine Bande und lässt dem Geronimo was liegen. Also wird der Geronimo das logischerweise auch übernehmen und der macht jetzt aus. Der macht jetzt aus. Stellung passt. Gerader Ball, perfekt. Und da dreht der Geronimo die Weißenberger die komplette Partie nach 1-5 Rückstand. Gewinnt er noch mit 6-5 und zieht damit in die Runde der letzten 64 ein. Ganz starkes Comeback. Ganz, ganz starkes Comeback des Zweitligaspielers vom BSF Kurpfalz. Herzlichen Glückwunsch, Geronimo Weißenberger. Und Nick Vandenberg, den sehen wir später noch ganz bestimmt irgendwo auf einem Tisch spielen, hier im Chaplains Bowling.